Jetzt habe ich noch das Rezept für einen super saftigen und ganz einfachen Marmorkuchen. Und zwar dürft ihr hier erstmal Butterzucker und Vanillezucker cremig rühren, dann Mehl mit Stärke, Backpulver und eventuell Orangenzesten mischen, 5 Eier 15 Minuten lang mit einer Prise Salz cremig rühren, dann zuerst die Mehlmischung zur Butter zur Bindung, immer auf niedriger Stufe, dann etwas von der Eiermischung und danach einfach im Wechsel und immer auf niedriger Stufe cremig rühren. Dann etwas Milch dazu, den Teig teilen und in die zweite Hälfte Kakao und den Rest der Milch und vielleicht etwas Rumaroma, wenn ihr das mögt. Und dann einfach nur noch die Form einfetten und den Rand vielleicht ein bisschen einmehlen. Dann den Teig hinein und nur ganz leicht umrühren, dass die Marmorierung entsteht. Und dann einfach nur noch in den Backofen geben, Stäbchenprobe machen, dann den Kuchen abkühlen lassen, Puderzucker darüber und genießen.